Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute zu einem sehr, sehr besonderen Video. Ich denke mal, ihr habt alle am Titel und auch am Thumbnail schon erkannt. Ich war tatsächlich in Istanbul. Das Ganze ist so 5 bis 6 Tage her und habe leider auch dort die Ammoderation vergessen. Deswegen ist das Ganze jetzt hier aus der OG-Location im Nachhinein gedreht. Als ich diesen Flug gebucht habe, war für mich sofort klar, Jan, eine Sache machst du auf jeden Fall. Und zwar wollte ich unbedingt einen Fake-Bazaar abchecken. Habe mich so ein bisschen informiert, was so der krasseste Fake-Bazaar in Istanbul ist. Und ich wollte einfach mal so abchecken, was geht dort wirklich ab? Gibt es mittlerweile 6PM-Fakes, Peso-Fakes? Wie sind die Fakes? Was gibt es alles? Bin ganz ehrlich, das Ganze war wirklich sehr, sehr schwierig, denn niemand wollte, dass ich dort filme. Die Leute waren teilweise auch sehr, sehr unfreundlich zu mir. Und das Ganze musste irgendwie so geheim stattfinden und irgendwie musste ich so heimlich filmen. Trotzdem, ja, bin ich der Meinung, habe ich ein paar coole Szenen am Start. Und was da abging, wirklich geisteskrank, wie groß dieser Bazaar war und was es da alles gab. Ach ja, und ganz, ganz wichtig, das Video soll nicht irgendwie dazu dienen, Fakes zu supporten oder zu sagen, wie geil Fakes sind oder sonstiges. Ich selber bin der Meinung, Fakes absolut unnötig, zerstört die Industrie, ich bin komplett dagegen, ich würde niemals Fakes kaufen und finde das Ganze einfach nur, ja, krass im negativen Sinne, was alles dort so abgeht, werdet ihr aber auch in diesem Video erfahren. Bevor wir aber mit diesem Video beginnen, habe ich noch eine ganz, ganz kurze kleine Werbeunterbrechung für alle Leute, die sich vielleicht gefragt haben, woher denn dieser wunderschöne Hoodie ist. Das ist von Returnity und die droppen diesen Sonntag am 19.09. um 11 Uhr ihre neue Kollektion namens Highway to Heaven. Und da habe ich jetzt ein paar Pieces, die ich euch mal ganz kurz zeigen wollte. Als allererstes hätten wir einmal diesen Hoodie, den ich gerade schon auch die ganze Zeit angehabt habe. Und zwar ist nämlich auch von Returnity. Droppt auch jetzt in dieser Kollektion und ich bin ganz ehrlich, mit einer meiner Lieblingspieces, die Farbe vor allem unfassbar geil ist, so rot-orange, aber sehr geil ausgewaschen. Generell auch der Fit gefällt mir echt gut, blende ich euch hier mal ein. Ich trage eine Size L und ja, Fit perfekt. Sehr geiler Hoodie, trage ich auch sehr gerne. Dann droppen unter anderem auch 2 T-Shirts. Eins davon habe ich jetzt hier und zwar nämlich einmal dieses weiße hier. Wir haben den Kollektionsnamen Highway to Heaven einmal hier eingestickt. Hier nochmal Returnity Racing Team, was ja auch passend zu diesem Highway to Heaven Racing Thema ist. Fitpick davon, hier mal eingeblendet, ich trage eine Size L. Findet auch sehr entspannt. 2 Hosen droppen auch. Eine davon ist mein Favorite Piece der ganzen Kollektion, aber dazu kommen wir am Schluss. Hier hatten wir einmal diese Carpenter Jeans, die ich so in dem Style auch noch nie gesehen habe, denn wir haben hier diese Double Knees komplett ripped. Auf der anderen Seite genauso, habe ich so eben noch nie gesehen bei einer Carpenter Jeans, dass dieses Double Knee halt gerippt ist. Ansonsten die Farbe auch, würde ich sagen, sehr selten. So ein Grünton gefällt mir ganz gut. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu meinem Favorite Piece aus der ganzen Kollektion zu 100%. Und zwar nämlich einmal dieser, ja, wie nennt man das? Hose bzw. Cargohose in so einer Lederoptik, ist keine wirkliche Lederhose, aber hat halt so eine glänzende Lederoptik und das finde ich wirklich unfassbar gut. Unten den Bund kann man tatsächlich auch hier beliebig enger und eben weiter stellen, was ich auch sehr gut finde. Ein Fitpick davon gibt es auch mal hier eingeblendet. Ich trage auch hier eine Size L. Fittet wirklich perfekt. 1A. Sehr, sehr geiler Fit. Returnity Drop ist sogar jetzt schon online, eben seit 11 Uhr. Diesen Sonntag, 11 Uhr ist das Ganze gedroppt. Das heißt, die Sachen sind jetzt schon online. Link dazu in der Beschreibung. Checkt das sehr gerne ab. Holt euch die Sachen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in das Video rein und sehen uns dann wieder in Istanbul. Wir sind jetzt angekommen hier am Bazaar, da geht es komplett rein. Es ist unfassbar riesig. Es geht so weit da rein mit Seitenstraßen und vieles mehr. Hier seht ihr auch schon verschiedenste Läden, aber da, Freunde, da drin geht's ab. Da werden wir jetzt gleich reingehen, mal gucken, was uns so alles erwartet. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Einfach Goyard am Start. Krass, einfach die Capword. Ein Fake. So, hier auch einfach. Belvedere ist am Start, die am Start, ganz viel verschiedensten. Ich glaube, die Farbe hier gibt es nicht mal in echt. Ich glaube, es soll weiß sein, sieht aber gar nicht. Also ich glaube, es ist die Farbe hier. Die sieht ja in echt ganz anders aus. Die ist auch am Start. Ich frage gleich mal, wie teuer die ist. Würde mich mal interessieren. So, it's like 200 Euros. Yes. Einfach swoosh, umgedreht. Das ist das neue Konzept von Nike. Genauso. Also ich weiß ja nicht, ob es das in Real Life auch gibt, aber gibt es eine Skeleton Patek? Und hier unten hätten wir eine besetzte Patek. Fully iced out. Yeah, you know. Wenn ihr jetzt nochmal erkennt, wie groß das hier wirklich ist, ihr könnt es sehen. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Und da geht's weiter. Und es ist wirklich wie ein Labyrinth hier. Es ist unfassbar riesig. Wir wurden jetzt von einem Bre, der tatsächlich sogar Deutsch spricht, in den Hinterhof geführt, wo angeblich die krassesten Uhren sein sollen. Hier sind wir. Ihr könnt sehen, alles voller Uhren. Da hinten ist noch Goya.
Ich zeige euch mal ein bisschen. Wir hatten hier zum Beispiel Skeleton Frosted, mehrere APs, Royal Oaks. Hier unten angeblich besetzt. Patex. Ja, eine Rainbow Daytona. Auch die Uhr genauso in echt. Unfassbar schön. Mit grünem Ziffernblatt. Nautilus. Boah. Hier auch Goyard Cardholder. Das können wir theoretisch mal vergleichen. Das ist der Originale. Das ist der Fake. Was meint ihr? Ich bin ganz ehrlich. So scheiße sind die nicht mal gemacht dafür, dass die Fake sind. Aber das Ding ist halt, der Typ will hierfür 90 Euro. Und bevor ich 90 Euro für so einen Fake-Schrott ausgebe, holt sie halt einfach ein Original. Also, nochmal ganz kurz erklärt. Wir waren in dem Bazar, in dem Laden. Der Dude hat zu uns gesagt, hinter den ganzen Gassen haben wir so einen heftigen Laden mit allen Uhren, dies und das. Komm vorbei. Ich dachte mir, komm fürs Video, weil er meinte, ich kann easy filmen. Geh ich mal mit. Und ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, ihr könnt sehen, wirklich gefühlt jede Uhr ist hier irgendwie am Start. Das Ding ist aber, er behauptet natürlich jeder, ich habe die krasseste Qualität, das Beste, was du in Istanbul findest. Glaubt, er will als Beispiel für die AP hier, Frosted Royal Oak, fokussiert natürlich jetzt. Ich glaube, wollte er 300 Euro. Welcher Mensch gibt 300 Euro für eine Fake-Uhr aus? Ich muss sagen, die sind wirklich schlecht. Also es sind wirklich stabile Uhren, also die sind gut gemacht. Aber in, also what the fuck? Das hier ist jetzt die Fake und ich blende euch rechts mein Bild von der Originalen ein. Ich bin wirklich kein Uhrenprofi, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Auf den ersten Blick erkenne ich wirklich sehr, sehr wenig. Und das ist echt schade. Also falls es wirklich gut ist, wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass aus, aber ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, Freunde. Naja, wenigstens bekomme ich einen Chai. Raus aus dem Store, beziehungsweise aus dem Showroom. Ich wundern, warum ich die ganze Zeit so, boah, wie krass, oder keine Ahnung, das irgendwie so gelobt habe, weil der Typ war halt neben mir und der konnte fließend Deutsch. Und wenn ich dann sage, ey, was für Drecks, Scheißuhren, die sind ja alle fake und dies und das, kommt jetzt nicht so nice. Deswegen habe ich halt immer so ein bisschen auf, boah, wie krass getan. Aber ja, ich habe meine Meinung so ein bisschen da rausgehört aus den Aufnahmen. Ich finde es einfach nur irgendwie unfassbar, ja, krass, aber im negativen Sinne, wie viele Uhren, dass du wirklich jede Uhr, egal welche du willst, fake findest, und die Fakes waren wirklich nicht schlecht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich fand die Fakes jetzt auch nicht so, dass ich sage, Alter, wie peinlich. Und was mir auch aufgefallen ist, hier auf diesem Markt gibt es hauptsächlich Taschen, Uhren, Schmuck und ganz, ganz wenig nur Klamotten. So viel. Jetzt gehen wir weiter in den Bazar rein. Und check mal ab, was es denn noch so gibt. No, 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 boy, this is no, boy. Exact, original. Watch, no original, this is original. This is original? This, yes. Very, very good, automatic, Sapphire class, waterproof. How much? You tell me. Too much for me. You tell me price. Deutschland. Deutschland. Cartier Love Bracelets, Hermes, alles was ihr wollt. Besetzt. Ey, ich fass es nicht. Schutt Müll. Am Start, Rolex, Patek, ey, ist verrückt. Also, der gute Herr behauptet hier, 1 zu 1, 300 Euro will er dafür, Frosted AP. Oh, wir haben sogar besetzte Richard Mills am Start. Kurze Unterbrechung, aber aus einem sehr guten Grund für euch. Denn ich habe mir gedacht, komm, haust du in diesem Video nochmal eine kleine Aktion für euch raus als Dankeschön für den Support in den letzten Wochen. Der war nämlich sehr, sehr stark von eurer Seite aus. Deswegen gibt es jetzt hier in diesem Video 2x50 Euro Amazon-Guthaben zu gewinnen. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein. Dann einen Kommentar schreiben, aber auch nur einen pro Person. Ganz, ganz wichtig. Und es soll kein Kommentar sein von wegen, oh Jan, ich will den Gutschein, ich hätte so gerne den Gutschein. Sondern einfach ein ganz normaler Kommentar auf das Video bezogen. Das wär's schon. Und dann werde ich in genau einer Woche den Gewinnerkommentar bzw. die beiden Gewinnerkommentaren in meiner Instagram-Story posten. Und die beiden Brees haben dann ja jeweils 50 Euro Amazon-Guthaben gewonnen. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, macht gerne mit. Danke für den Support. Jetzt geht's weiter. Kuss, kuss, kuss. Wir sind jetzt nochmal nach draußen gegangen. Ey, es ist so riesig hier. Gefühlt alles, was du willst, ist hier am Start.
und du wirst wirklich 24/7 angelabert. Hier, Bestpreis, Bestpreis, Original, Original, come in, come in. Ja, das ist so nervig. Aber ich schwöre, was man hier sieht, ne? Jack Mühs ist hier mittlerweile auch angekommen. Das sind, glaube ich, halt so Frauentaschen, aber mittlerweile auch. Jack Mühs, Chanel, Prada. Eins Aquali. Easy Slides, in jeder Farbe, die man will. Ich glaube, in Rot gibt es die nicht mehr. Nee. Sorry? How much do you want for... 120. Lira? Ja. Okay. Das heißt 12 Euro. Das heißt, du kannst handeln auf 10 Euro. Oder ich glaube, ich ziehe mir einen neuen Koffer. Hier so einen wilden Supreme Remover. Kommt, glaube ich, krass am Flughafen. How much do you want for this? 3. Oh, sorry. Oh. This is it, and you want to know price in euros or dollars? Euros. You want to pay cash? If you want to pay cash, I can make for you 180 euros. 180 euros? Yes. But the original one is higher. It's pretty low. No, it's not low. This original is higher. Hier einfach Fragment 1er, also mit Travis, Jordan 4 Off-White, yours. Off-White-Sneaker. Vor allem einfach schon die Fragment von Travis. Sieht zwar wack aus, aber ist schon krass, ey. Wir haben jetzt hier den Travis Jordan 1 Fragment am Start. Ihr könnt sehen, die Quali, wie das hier glänzt. Alles sehr, sehr schlecht. How much do you want for these? 200 euros. 200 euros? Yes. Well, that's more than the retail price for the original one. What's with this one? Oh. Lila. Ihr müsst euch geben, das hier sind die Statics. Ich sag's euch, 1:1 wie die Originalen. Nichts anderes. Das Boost, todesweich. Von der Verarbeitung alles, vom Aussehen. Ich schwöre auf alles, ich könnte es jetzt nicht erkennen, ob das Fakes wären. Ich glaube, die Originalen werden ja auch in der Türkei hergestellt, aber das ist krass. Ey, hier sind so viele Menschen. Einfach sogar Düfte wie Tom Ford etc. werden hier gefaked. 35 Euro umgerechnet wollte der für das Tom Ford Parfum. Das heißt, ja, knapp über 200 Euro weniger als das Original kostet. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Parfums aussieht, inwiefern man die faken kann. Ich denke mal irgendwie schlechtere Aromen, irgendwie sowas. Aber krass, dass selbst Parfum halt so gefaked wird und so weiter. Wir sind jetzt hier beim ersten Trikotladen. Ihr könnt sehen, Ronaldo, Menu, Messi, Paris. Alle Trikots am Start. Ich glaube, Ronaldo ist seit 3 Wochen bei Menu. Die Brillen sind krass am Hustlen hier auf jeden Fall. Krass. Mies. Wow. Ich glaube, die ziehe ich mir direkt. Hier das Shirt, was Düsseldorf 2019, würde ich sagen, auch 2020 sehr krass geprägt hat, im negativen Sinne. Off-White, D-Squared, mega fresh Dior-Shirt, also wirklich unfassbar krass. Eigentlich alles am Start, Moncler, Karl Lagerfeld, what the fuck. Balenciaga, das sogar aus der neuen Season, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Karl Lagerfeld, Givenchy, Amiri sogar am Start hier, Amiri. Also ich glaube, was Klamotten betrifft, findest du hier wirklich Dolce Gabbana, Balenciaga, Louis V. Digga, das ist alles so harter Trash hier. Also unfassbar. Ich meine, gib doch mal diese Glitzerweste von LV. So, what the fuck? Das Problem hier ist halt, ich weiß nicht, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Weil ihr seht, Real Talk, jeder Laden gleich aus, jede Ecke sieht gleich aus. Aber es ist unfassbar groß. Wie eben schon gesagt, ungefähr wie so ein Labyrinth. Da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein, da geht's rein. Condition von der Bag da oben ist so eine 1 von 10. Der sieht richtig widerlich aus und wollen wahrscheinlich trotzdem 200 Euro dafür. Ist ehrenlos hier. Krank. 1:1 wurde mir gesagt. Digga, what the fuck, das sieht so wack aus, da würde ich mal 2 Euro für zahlen. Allein dieses Dior-Monogramm, erkennt es gefühlt nichts. Und auch generell die Form, so sieht aus wie ein Jordan 1 mit. Die Prada-Jacke da oben sieht sogar nicht mal scheiße aus. Ich sag euch, die sieht sogar gut aus. Hier, die Dior-Winterjacke gibt es einmal in weiß, einmal in schwarz. Ey, die weiße sieht so cringe aus, ne? Der Bre da unten macht gerade seinen Heat sauber. So kranke Shirts. Ich sag's euch, ich würde es sogar im Resell holen, vor allem das hier. Krank. So Freunde, wir sind jetzt tatsächlich wieder hier auf dem Hotelzimmer, wir waren jetzt glaube ich circa 5 oder 6 Stunden auf diesem Markt. Ich muss ganz, ganz wichtig sagen, es war unfassbar schwierig dort irgendwas zu filmen. Ich hoffe die Aufnahmen sind ganz gut geworden, weil
Jeder Typ hat direkt, weil ich mit der Kamera ankam, direkt gesagt, yo, Kamera weg, Kamera weg, Kamera weg, nicht filmen, nicht filmen. Ist ja auch irgendwo klar, dass die nicht wollen, dass das alles gefilmt wird. Jetzt ist auch genug für mich, weil ich war jetzt wirklich viel zu lange drin. Ich kann diese Länder nicht mehr sehen. Es ist noch ganz kurzes Statement meinerseits zu diesem ganzen, ja, Fake sag ich mal, der hier abgeht. Ich bin absolut kein Fake-Supporter, ich trage auch keine Fakes, ich würde mir niemals Fakes kaufen, ich habe jetzt auch da nichts gekauft. Das Ganze habe ich halt jetzt nur für euch, für dieses Video gemacht und mir das Ganze mal so ein bisschen angeschaut. Fand ich sehr interessant. Ich hätte gedacht, ich würde vielleicht sogar 6PM, Peso, irgendwas in der Art hier finden, aber das tatsächlich gar nicht, sondern halt nur diese ganzen Standardsachen wie Balenciaga, Louis Vuitton, tatsächlich sogar Goyard war auch viel da. Ansonsten noch der ganze Kram wie Dior, Palm Angels und so weiter. Das wäre es dann jetzt auch mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne, wirklich sehr, sehr gerne eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Was ihr auch da gesehen habt jetzt gerade in dem Video, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ja, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Haut rein und tschüss.